Am Mittwoch und Donnerstag tagt wieder der Untersuchungsausschuss, also um genau zu sein, der von der ÖVP ins Leben gerufene gegen den rot-blauen Machtmissbrauch. Der andere, der macht gerade Pause, das wäre ja der KOFAG-Untersuchungsausschuss. Wobei, der KOFAG-Untersuchungsausschuss heißt ja mittlerweile bei einigen Abgeordneten René Benko-Untersuchungsausschuss. Und der ÖVP, der zielt auch eigentlich mehr auf eine Seite ab, nämlich auf die FPÖ. Da vor allem jetzt um die Causa Igisto Ott. Und dazu gab es heute vom Fraktionsführer der ÖVP im Untersuchungsausschuss gegen den rot-blauen Machtmissbrauch eine Pressekonferenz, weil die neuen Erkenntnisse so schockierend sind, dass Andreas Hanger unbedingt vor die Kameras treten wollte. Und was er da gesagt hat, das waren schon schwere Geschütze, die er da aufgefahren hat. Unter anderem, Herbert Kickl sei ein Sicherheitsrisiko und tatsächlich eine Gefährdung für die österreichische Bevölkerung sei hier gegeben und vieles mehr. Also auch vom Verrat wurde hier teilweise gesprochen. Das muss man sagen, das ist schon starker Tobak. Und er hat auch gleich erklärt, worum es geht. Also Igisto Ott ist ja aktuell verhaftet, mutmaßlicher Spion und soll Russland zugearbeitet haben. Deswegen wird diese Causa auch Hauptbefragungsthema am Mittwoch und am Donnerstag sein. Vor allem am Donnerstag, denn da ist Herbert Kickl geladen und der war zu damaliger Zeit Innenminister für die FPÖ im Innenministerium eben. Und da hat Andreas Hanger von der ÖVP dann einige interessante Fragen. Denn laut aktuellen Unterlagen hätte man Igisto Ott beim Neuaufbau des BVT nach der dortigen Razzia eine wirklich wichtige Position zugeordnet, nämlich zuständig für den Aufbau eines neuen Geheimdienstes eben nach der BVT-Razzia. Dazu ist es logischerweise nicht mehr gekommen. Davor war ja noch die Ibiza-Affäre mit dem bekannten Video von HC Strache und Gudenus und einer russischen Oligarchennichte, die dann im Endeffekt doch gar keine gewesen ist, damit dann Neuwahlen und insofern auch kein Neubau des BVD, sondern generell eine andere Struktur, nämlich das DSN. Aber zurück zur Affäre. Es gibt nämlich laut Hanger auch noch einen interessanten Chat, und zwar vom damaligen FPÖ-Sicherheitssprecher Hans-Jörg Jenewein an Igisto Ott, und da schreibt er sinngemäß sowas wie: alle, die mitgeholfen haben, also damit es eben zur BVD-Razzia kommt, die werden nicht vergessen werden, für die wird sozusagen noch ein gutes Ende geben. Und da ist man eben durchaus der Meinung, dass das recht riskant ist, wenn man dann eben jemanden eine wichtige Position gibt, der mutmaßlich für Russland spioniert und möglicherweise sogar im neu zu gründenden BVD dann eine russische Geheimdienststelle gegründet hat, die dann noch dazu mit Marschalek kooperiert hätte, der ja ganz nachweislich aktuell in Russland ist und offensichtlich als Spion für die Russen tätig gewesen ist. Des Weiteren gibt es natürlich da jetzt auch ganz starken Gegenwind von der FPÖ. Die bestreitet das alles grundlegend, also vor allem, dass Herbert Kickl möglicherweise sogar gewusst hat, dass Igisto Ott Spion ist und dass der Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei ein Beleg dafür sein könnte. Noch, dass die Besuche von Marschalek im Innenministerium mit Herbert Kickl akkordiert waren oder er darüber Bescheid gewusst hätte, wobei dazu sagt Andreas Hanger, wenn er Innenminister war, dann müsste er schon wissen, wer da im Innenministerium vorbeischaut, vor allem wenn es Marschalek ist. Der war ja zu der Zeit auch schon eine große Nummer. Aber Christian Hafenecker, der sieht das alles eben ganz anders. Der meint, das wären alles äußerst kreative Fantasiegespinste, die da Andreas Hanger immer wieder hervorbringt, um vor allem die FPÖ anzuschießen und anzupatzen. Die anderen Parteien, die sehen es etwas anders, vor allem die SPÖ und die Neos, die meinen, da sollte man schon auf jeden Fall gründlicher nachfragen. Und den Grünen ist mitunter noch was anderes aufgefallen, nämlich, dass Igisto Ott als Verfassungsschützer sich auch immer sehr, sehr für antifaschistische Aktivisten und Aktivistinnen interessiert hat. Und dass es da scheinbar mehrere Abfragen von persönlichen Daten und auch von persönlichen Daten von Familienmitgliedern von denen gegangen ist. Zumindest in einem Fall hat es einen Vorfall gegeben, der in diesem Zeitrahmen auch stattgefunden hat. Eine Aktivistin, deren Daten eigentlich geheim hätten sein müssen, hat auf einmal zu Hause einen Angriff von Neonazis erlebt, wie die an deren Adresse gekommen ist. Das steht in den Sternen, aber laut den Grünen könnte es durchaus sein, dass diese Informationen eben auch über Igisto Ott gelaufen sind.